Sana-Beuteltoilette hatte ich euch in einem der letzten Videos ja schon mal vorgestellt. Den Link findet ihr hier oben in der Infokarte. Für unsere Verhältnisse fand ich die Klesana nicht so geeignet. Das habe ich in dem Video ja auch erklärt. Und außerdem fand ich sie auch deutlich zu teuer. Die kostet ja um die 1000 Euro. Und hinzu kommt ja noch das Verbrauchsmaterial. Jetzt habe ich eine andere Lösung entdeckt, die ich für bestimmte Fälle wirklich für super praktisch halte. Und zwar geht es um diese kleine Beuteltoilette hier. Die ist klappbar und wenn man sie ausgeklappt hat, ist sie in einer sehr angenehmen Größe und bis 150 Kilo belastbar. Und die Größe, ihr seht es schon, zeigt, dass man sie wirklich überall hin mitnehmen kann und auch in sehr kleinen Campern. Die stelle ich euch in einem der nächsten Videos ausführlich vor. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid.